Ja, so als kleines Follow-up-Video zu meinem letzten Video, wo ich mich ein bisschen über Windows abgefolgt habe, möchte ich kurz mit meinem Linux-Setup flexen. Ja, also wir haben hier einmal i3, also einen Tiling-Window-Manager. Wer sich damit schon auskennt, für den wird das alles scheiße langweilig sein. Wer davon nichts weiß, der wird sich wahrscheinlich gleich denken, was bin ich eigentlich für ein fetter Spast, warum mache ich es mir so schwierig, aber ich werde es versuchen zu erklären. Okay, wir fangen hier erst bei meinem grundlegenden Setup an. Wie gesagt, ich benutze einen Tiling Window Manager und ich muss da kurz mein Monitoring anmachen, weil meine Kopfhörer so geschlossen sind. Weird Flex. Jedenfalls, es ist ein Tiling Window Manager und was das macht, ist ganz einfach. Was passiert, wenn ich ein neues Fenster aufmache? Es teilt sich. So. Zwar nicht ganz kommunistisch, aber das ist jetzt auch nicht so problematisch. Jedenfalls ist das hier so auf Effizienz ausgelegt, dass jedes Fenster, was ich öffne, es muss jetzt auch kein Terminal sein. Ich kann mir jetzt meinetwegen auch, keine Ahnung, Bluetooth hier drin öffnen, weil ich es schon hier offen habe. Dankeschön. Ja, nee, aber wenn ich hier jetzt zum Beispiel doch nochmal Bluetooth aufmache, genau, dann seht ihr hier, das geht für jedes Fenster und ich kann Fenster verschieben in diesem Raster und alles ist cool. So, das ist die grundlegende Idee hinter einem Window Manager oder einem Tiling Window Manager zumindestens. Im Prinzip hat ja jedes Desktop-Environment einen Window Manager. Egal. Es geht auch schon ein bisschen zu technisch hier. Ja, jedenfalls, man hat ja nicht nur den Window Manager, sondern hier in meinem Fall hat man jetzt zum Beispiel auch noch eine Bar. So, das hier oben ist Pauli Bar, glaube ich. Ja, so heißt das. Und genau, was das mir ermöglicht, ist, dass ich quasi auf diese Bar vollen Zugriff habe. Ich kann genau definieren, was ich hier drin stehen haben. Haben will, keine Ahnung, ich kann nicht sprechen. Es ist 3:41 Uhr, also gut, ich muss durchmachen. Ich muss um 7 weg. Jedenfalls haben wir hier erstmal meine Workspace-Übersicht. Viele von euch kennen vielleicht Workspaces aus Windows, aber benutzt sie nicht. Was auch vollkommen okay ist, mache ich auf Windows auch nicht, wenn ich das benutzen muss. Aber hier muss man das benutzen und eigentlich ist es auch richtig praktisch so, weißt du, weil dadurch, dass ja jedes Fenster hier nicht minimiert werden kann, man hat immer alles auf jedem Workspace offen. Muss man ja irgendwie seine Programme auf Workspaces verlegen. Und das ist eigentlich ziemlich geil, weil es seine Produktivität nochmal so ein bisschen, bisschen anfeuert. Einfach weil hier zum Beispiel, du hast für deinen Browser irgendwie einen ganzen Monitor voll Platz, für Discord hast du voll viel Platz, für deine Terminals hast du unendlich viel Platz gefühlt. Ja, und das ist halt alles auf einem Monitor, ne? Weil ich Platz für mehr als zwei Monitore habe ich hier nämlich auch nicht. Ja, genau, okay. Und ich kann halt bis zu 10 Workspaces aufmachen. Also halt von 1 bis 0 kann ich auf der Tastatur alles durchdrücken und ich bin auf dem falschen Monitor. Genau. Und dann wechsle ich halt Workspaces. Und ja, genau. Ich kann natürlich auch Fenster auf Workspaces verschieben. Zum Beispiel will ich dieses linke Terminal mal auf, keine Ahnung, Workspace 10 haben. Dann drücke ich einfach nur, warte mal, mach mal Screen Key an. Dann drücke ich einfach nur Super, Shift und 9. Das zeigt er nicht richtig an, weil ich Shift, na egal. Und dann ist zum Beispiel das Terminal auf Workspace 9 und ich kann es wieder auf 2 verschieben und dann ist es wieder da und dann kann ich es nach links verschieben. Dann kann ich es nach links verschieben. Dankeschön. Schön, dass du kooperierst. Genau. So, meine Terminal-Konfiguration, das ist im Prinzip einfach nur der Build von Luke Smith von ST, also dem Suckless Terminal. Wenn ich euch das mal zeige, ST. Koppler. Genau, das ist einfach nur ST und ich habe es halt insoweit konfiguriert, dass ich ja einfach nur in der Config-Datei ein bisschen rumgefickt habe. So, weißt du, ich habe also meine Font gesetzt, ich hab die Border-Pixel ein bisschen angepasst, glaube ich. Ja, Shell ist eigentlich scheißegal, das wird automatisch richtig genommen, aber juckt ja auch nicht, ne? Genau, und ich glaube, bei den Keybindings habe ich gar nichts verändert. Ja, genau, das ist schon mal das. Das ist das Terminal. Was kann das? Man kann Text größer machen mit Super Shift K. Nein, nicht mit Super Shift. Ich bin auch echt dumm, oder? Mit Alt Shift, weil Super ist schon belegt. So, weißt du, kann ich Text größer machen, ich kann Text kleiner machen. Ich soll es auch größer machen, weil jetzt sein Video vielleicht ein bisschen besser sichtbar ist. Ja, genau. Dann kann man zum Beispiel noch sowas machen wie Alt O. Und dann kann ich von irgendeinem Command den Output kopieren, zum Beispiel von Exa. Und wenn ich jetzt mal in meinen Buffer aufmache und das mal einpaste, dann sieht man, dass quasi der letzte Command komplett kopiert wird. Und das Ganze halt auch nur, indem ich Alt und O drücke. Und das ist halt ziemlich nice. Ich bekomme halt so ein D-Menü hier oben. Ja, ich müsste das mal noch ein bisschen konfigurieren, aber das war mir jetzt auch scheißegal. Und ich sehe gerade, dass mein OBS falsch eingestellt ist. Ich bin so dumm. So, jetzt ist es hoffentlich wieder schön. Oder? Ist es das? Warte mal. Transform Fit to Screen.
Ja, das sieht doch schön aus. Das ist wunderschön. Genau, was kann das noch? Warte mal, was waren das? Egal. Es kann halt so ein paar Sachen. Ich benutze meistens aber nur Alt-O davon. Ja, und genau, das ist natürlich das Terminal. Ja, genau. Das Terminal, wer damit nichts anfangen kann, der tut ein bisschen leid, weil man kann im Terminal alles ziemlich einfach machen, wenn man halt die Sprache versteht, die man benutzen muss. Ich kann zum Beispiel vom Terminal aus, kann ich Texte schreiben, ich kann programmieren, ich kann Musik hören, wie zum Beispiel hier. Ich lasse mir nicht zu viel spielen, weil das copyrighted ist. Alles ist geil hier drin. Außer halt zum Beispiel zum Webbrowsen oder so. Dafür hast du dann Firefox. Das ist nicht Firefox, das ist Firefox. Wer Chrome benutzt, der darf jetzt gehen. Ja, genau. Firefox habe ich jetzt hier relativ einfach konfiguriert. Also ich hätte an sich, hätte ich auch noch Qt Browser. Aber das habe ich mich bisher noch nicht so richtig dran gewöhnt. Also deswegen, ne, benutze ich weiter Firefox. Genau, auch weil ich Mozilla unterstützen möchte. So, mein Rise hier, also meine Konfiguration, gut, ich kann jetzt nicht so mit Fachtermen um mich rumwerfen. Ist ja immer noch ein normaler Kanal hier. Ja, es ist relativ simpel. Ich habe ja einfach nur ein Theme angewendet, was man, Moment, das kann ich zeigen auf GitHub. Genau, zeig mal kurz die Repo dafür, das ist Blurtfox und dann kannst du hier. Es läuft nur auf Linux, das finde ich ziemlich gut. Das ist das einzig Wahre. Genau, hier wird beschrieben, wie du alles machen musst. Und dann hast du hier quasi so einen Blur-Effekt hier hinter. Und das Ganze ist ziemlich cool, weil mein System halt sich mit dem Theme sehr an das Wallpaper anpasst. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Zum Beispiel mit einem Wall. So zum Beispiel. Ich kann dir einfach sagen: Jo, nimm dir einfach diesen Ordner und nimm irgendein Bild davon. Dann setzt du das als mein Desktop-Wallpaper und dann passt da quasi alle Farben von meinem System zu einem Farbschema an, was aus diesem Bild generiert wird. Das seht ihr hier auch im Terminal sehr gut. Mein Terminal funktioniert damit sehr, sehr episch. Ich kann dir einfach sagen, yo, mach einfach mal und alles verändert sich so. Und wenn ich das Ding mal neu lade, dann sieht man jetzt hier so sehr, sehr schön, dass ich dumm bin. Genau, das passt sich halt perfekt an und Preview, genau. Hier sieht man zum Beispiel die Farben, die er generiert hat. Und das Schöne an diesem Firefox-Theme ist halt einfach, dass es jetzt nicht so richtig farblich gestaltet ist. Es ist ziemlich neutral, weil quasi alles einfach nur weich gezeichnet wird im Hintergrund. Und das finde ich halt ziemlich nice. Und das wird auch aktiv weich gezeichnet. Das ist jetzt nicht statisch oder so. Ja, genau, falls ihr versteht, was ich meine. So, sonst habe ich eigentlich noch Discord gethemed, aber Discord ist da leider immer ein bisschen Hurensohn. Und die mögen es gar nicht, wenn du mit ihrem Client rumfickst. Weil es gibt ja an sich, gibt es eine Extension für Discord, Better Discord nennt die sich. Damit kannst du Plugins benutzen, damit kannst du Themes benutzen. Aber Discord arbeitet aktiv daran, dass sowas nicht möglich ist. Was ich ziemlich asozial finde, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, ja, ein letztes Update hat es zerschossen, deswegen sieht Discord wieder langweilig aus. Weil sonst kann man Discord auch auf sein System anpassen lassen. Dafür habe ich mir auch ein Skript geschrieben, das kann ich ja mal kurz zeigen. Wo auch immer ich das, warte mal. Local. Warte mal, wo habe ich denn das? Scripts. Genau, hier ist das. Ja, das ist einfach nur ein kleines Bash-Skript. Es ist nicht Bash, es ist egal. Also hier diesen Wall-Command, den kennen wir hier ja schon. Der setzt quasi mein Wallpaper und passt die grundlegenden Farben von meinem System an. Spicetify, dieser Name ist absolut behindert. Der ist für Spotify. Bloß benutze ich kein Spotify mehr. Ich habe zwar noch Premium für ein paar Monate, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich benutze entweder lokale Musik oder halt Tidal. Aber Tidal gibt es nicht auf Linux. Das ist ziemlich scheiße. Ich habe die schon angeschrieben. Das sollen die bitte ändern. Ja, genau, das ist schon mal das. Und Pywall Discord. Das ist eigentlich das Programm, was ich für Discord hatte, aber. Na, warte mal. Kann ich bitte hier rausgehen? Hallo, Discord. Es macht halt gar nichts. Und Discord ist halt, ne, das juckt's nicht. Genau, so. Was noch ziemlich wichtig für mich ist, ist natürlich die Musik. Ja, gut. Ignoriert mal, dass es hier blau ist. Der hat nur das Theme nicht richtig angepasst. Ich kann ja. Keine Ahnung. Moment. Genau, Tidal Whips, MPV. Genau, dann funktioniert das auch wieder. Manchmal höre ich so Musik, manchmal habe ich hierfür Seamus. Es funktioniert genauso mit Vim Keybindings, das heißt, ich kann G drücken, also
Shift G, um ganz unten anzukommen, GG, um ganz oben anzukommen. Ich kann rumtappen, HJKL, man kennt's ja. Und dieses Programm ist ziemlich geil und besser als jedes GUI, einfach weil du alles, du kannst quasi alles über deine Tastatur bedienen, ohne die Maus. Und ein Nachteil davon ist ja natürlich so, dass du dir halt merken musst, was was macht. So zum Beispiel, du willst einen Song abspielen, du drückst C. Du willst, was willst du noch machen, was einen Song abspielen, keine Ahnung. Du willst navigieren, Pfeiltasten oder HJKL, wenn du im Chat bist. Ja genau, du willst rumskippen, H, L oder Pfeiltasten, genau. Aber wenn man halt einmal das alles weiß, dann ist das super, super schnell, hier einfach alles zu machen. Ich kann auch zum Beispiel, ich muss jetzt nicht irgendwie mit meiner Maus irgendwie in eine Ecke gehen und was suchen. Ich kann einfach Slash drücken und dann suche ich zum Beispiel nach Parasite Eve. Und ich sollte nicht wegdrücken. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass ihr nicht dumm seid. Aber wie ihr seht, ich komme quasi sofort zu meiner Musik, die ich gerade haben will. Und das ist ziemlich geil. Ja, es gibt zwar noch, das habe ich gar nicht mehr installiert, aber es gibt noch natürlich andere Programme dafür. Und Siemens wird, glaube ich, gar nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Aber das ist mir scheißegal, das Programm ist geil. Ja, genau. So, und das war es eigentlich so ziemlich. Viel mehr mache ich hier jetzt nicht wirklich. Aber ja, achso, ich könnte vielleicht noch eingehen auf meine Config-Dateien. Wenn ich euch zum Beispiel mal zeige, meine Polybar-Config zum Beispiel, also quasi für das Ding hier oben. Er sieht so aus. Ja, wie gesagt, man kann hier alles ganz genauso anpassen, wie man will. Deswegen ist da so viel drin. Oder wenn ich euch ja meinen, hallo, mein i3-Config zeige, dann sieht das so aus. Hier habe ich mir schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass es schön aussieht. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich simple Sprache hier drin. Und genau. Ja, so ein paar Variablen, bla, das ist mein Modkey, Terminal, Browser, weil das ist ja halt auch alles auf GitHub. Falls ihr euch also genau diese Konfiguration klauen wollt, dann könnt ihr das machen. Keine Ahnung, wer das, wird ja eh niemand machen, das ist mir auch scheißegal. Oh, deswegen habe ich auch mit Variablen gearbeitet, damit man halt ganz einfach anpassen kann, was denn Stuff ist. Zum Beispiel benutzt niemand ST, also wer will, kann hier auch irgendein anderes Terminal benutzen, Alacrity oder so. Kaum jemand benutzt noch Firefox, also wenn ihr Vitalo seid, dann nehmt ihr Chrome oder so, aber das machen wir hier nicht. Das wäre eklig. Genau, und ja, mehr wollte ich ja eigentlich nicht sagen, ich wollte nur ein bisschen flexen, lol.